So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading Journal TV. Wie versprochen gibt es jetzt um 7.30 Uhr ein kurzes Update zum DAX. Die US-Börsen, also die Futures, sind deutlich im Plus. Der Nikkei kann sogar fast 500 Punkte zulegen. Ich schalte mal hier rum auf die Indikation. Ja, da würden die Marken ja hier bei 16.050 und 14.855 abgesteckt. Und ja, dazwischen hätte der Index alles machen können, natürlich durch den Anstieg am Freitag. An der Wall Street konnte hier eben der Nikkei heute auch davon profitieren. Und steht jetzt hier ja, deutlich höher und knappert dann wieder an dem Widerstandsband. Der Hang Seng, der ist hier, der konnte sich heute jetzt nicht ganz so entwickeln, steht hier in ja, knapp oder konnte heute 21.000er Marke knapp überwinden, steht allerdings drunter. Hier wurde ja das Kauflimit gefüllt und in den Videos erwähnt, sobald sich hier eine Kerze ergibt, kann man jetzt hier den Stopp nachziehen und eben fast auf Einstand bringen, weil das jetzt hier der Einstieg nahe an dem Tief war. Alles auch am Freitag in der Analyse geschrieben, aber ich wollte jetzt ja hauptsächlich den DAX besprechen und zu dem kommen wir jetzt. Noch ganz kurz zum, ja, was letzte Woche hier lief. Einmal noch das Nasdaq-Buy-Signal, einmal gab es einen Verlust. Der nächste hat dann hier gesessen, Kursziel klar erreicht und eben mit dem Freitaghandel sogar hier das Gap jetzt heute geschlossen komplett. Aber das war auch hier schon der Fall im vorbörslichen Handel, aber im realen Handel dann nicht, wenn man hier auf die Dings umstellt, dann war hier ja es nicht ganz, hat es nicht ganz gereicht und jetzt stehen wir aktuell genau an der Marke. Im DAX gab es hier zwischenzeitlich auch eine Stop-Buy-Marke, Kursziel erreicht und nun stehen wir hier vorbörslich, was sind denn, wir haben jetzt 7.30 Uhr, aber vorbörslich oder beziehungsweise bei den JFD-Indikationen stehen wir hier jetzt über der 9.700-Punkte-Marke und hier kann sich jetzt ein Island-Gap ergeben, also alles was jetzt, ja, ich denke mal wirklich unter 9,7 wird er heute jetzt erstmal im Vormittagshandel nicht, also nach der Öffnung fallen. Aber die Öffnung ist eben erst in 20 Minuten. Und ich habe ja schon am Wochenendvideo und Setups vorgestellt. Die Wochencharts von einigen DAX-Aktien sehen gut aus. Sehr schöne Umkehrkerzen. Und da kann man damit arbeiten. Im Wochenchart wurde letzte Woche ja hier im DAX auch immer wieder diese Marke genannt, immer der auch der SMA 200, der EMA 200 würde hier auf Schlusskursbasis auf Wochenfrist verteidigt und hier liegt jetzt die Rainbow-Unterkante bei 9.800 Punkten. Da dürfte eben der Index sich jetzt wieder vorpreschen und wer weiß, wenn man denkt, der Nikkei hat 450 Punkte zugelegt, da könnte der DAX heute auch locker 200 Punkte zulegen. Vielleicht eröffnet er sogar hier über dieser Marke. Das ist alles noch, steht natürlich in den Sternen. Aber wie erwähnt, man sollte den Blick nach oben richten und auch in die zweite Reihe noch schauen. Da ist eben hier eine schönes Setup bei Borussia Dortmund, Aufwärtstrend gehalten auf Schlusskursbasis oder auch eine Metro ins Visier nehmen, hier ist ein Widerstandsbereich erreicht worden
Und ein Schlusskurs über 27,80 kann hier zu deutlichen Kursgewinnen führen. Das war ein kurzer Einstieg in die neue Woche. Ich wünsche jedem erfolgreiche Trades. Bis später.